Hallo miteinander und willkommen zurück zu Spellforce Conquest of Ia mit Torin Gent. Wir machen hier auch mal weiter. Wir hatten ja tatsächlich vor, hier erstmal zu Hallen und dann hier reinzugehen. Unter anderem. Ja, das passt alles. Ja. Ja, bin ich jetzt tatsächlich wieder zu faul, so lange zu warten und ich heile mich hier einfach? Ich meine, das Konstrukt, das lassen wir erstmal so auf dem Level stehen, schätze ich. Aber nee, warte mal. Ja, komm, wir machen es einfach. So. So, zack. Technisch gesehen müssten wir es nochmal machen. Damit das Konstrukt quasi auch geheilt wird. So, Lebenspunkte wiederhergestellt. Was wir jetzt noch nicht wissen ist, wie stark. Oh Gott, es sind eigentlich zwei Gruppen. Ist eher eine Frage von. Ihr macht Elementarschaden, ihr macht Heiligenschaden, genau, ihr macht physischen Schaden, ihr macht physischen Schaden. Also im Prinzip sind die zwei, die da. Dein Angriff ist auch elementar, ne? Ja. Also der sollte uns eigentlich kein Problem mehr bereiten, denke ich. Das ist eigentlich Feuerelementare. Naja, sollte passen. Bei dem Typ hier. Traumgardise Level 3. Nahkampfangriff hat der Weißschwäche, was schon mal gut ist. Elementarresistenz, Todesresistenz. Okay. Ja, das dürfte interessant werden. Wir könnten jetzt die Initiative ergreifen. Und das Ding da direkt mal holen. Bräuchten natürlich auch noch ein Irrlicht dann hier da hinten. So, und dann nur eins hier, das schläft gerade. Kommen wir wirklich schon mal in die Richtung. So. Ich traue mich noch nicht so wirklich, wenn ich ehrlich bin. Das Blöde ist, dass es halt zwei sind. Ich hoffe, dass der eine uns einfach angreift. Weil das Blöde ist, wenn ich jetzt dahin gehe und ihn erledige, ja. Dann kommt der zweite direkt danach. Wir haben keine Möglichkeit, uns zu heilen. Ich meine, es könnte trotzdem dazu kommen, aber. Wir werden sehen. So, ja, du bist hier immer noch am Heilen. Unsere Truppe hier, du baust gerade genau eine Runde, dann bist du hier fertig. Können wir endlich vielleicht hier mal ein bisschen was uns zusammensammeln an. Ich denn du? Keine Ahnung, was du hier machst, ne? Du warst eigentlich am Erkunden. Ja, deine Loge ist ja hier. Das war deine Loge, ne? Ja. Die könnte man ja eigentlich auch mal woanders hinbiegen, weil eigentlich brauchen wir hier keinen Ruf mehr, ne? Eigentlich. Ja, chill mal einfach. So, Runde beenden. Dann gucken wir mal. Ja, ja, hau bloß ab. So, sehr gut. Was soll man das denn im Wasser war? Das haben wir nicht bekommen. Ein zwergischer Händler besucht bei den Turm mit einer Ladung seltener Erze. Er berichtet, dass mehrere Adimantinum-Minen. Okay, scheinbar über Nacht aufgebraucht waren. Einige sagen, dass Nithalf wütend auf uns sein könnte, weil Iskrim ihm mit seinen Kräften in der Schmiedekunst Konkurrenz machen will. Ich verdächtige diese Granitzwerge, die in Norsforte und Schwertfels herumschleichen. Was auch immer vor sich geht, ihr werdet kein besseres Angebot finden als meins. Ich habe Himmelseisen und er neigt sich vor. Ich habe sogar noch Adamantinum. Ja, nimm uns mal Adamantinum. Stolz ab da, ist der Vorragend, ruft er aus. Klatscht in die Hände und hiebt dann einen Sack Erz von seinem Wagen. Ausrauben hätten wir ihn sollen, ha? Ein ruhiger Ort. Ja, ne? Unsere andere Sache ist ja hier. Es ist hier drin auch wieder eine riesen Horde von Typen hier. Hier sind wir aber soweit. Eigentlich, das ist. Ja. Ich hoffe, dieses Dorfgerüchte-Abenteuer hier mal machen. Bringt eure Truppen zu einer Dorftaverne und werdet Zeugen des Auftritts eines betrunkenen Zwergen. Er schmettert seinen Krug auf den Tisch und singt zu diesem Rhythmus ein Lied. Hört zu.
Goldene Juwelen aus finsterer Nacht, Magie, die über Geheimnisse wacht. Grabe tief und gebt gut acht, Reichtümer aus der Tiefe gebracht. Grabe tief und gebt gut acht. Wir bleiben für eine weitere Strophe. Ja, finden Ruinen in Minen zu tief. Im Herzen des Bergs, wo die Ader verlief, wo uralter Zauber unentdeckt schlief. Geben acht und grabe tief, Reichtümer aus der Tiefe gebracht. Grabe tief und gebt gut acht. Na schön, eine noch. Ruinen und Glyphen verborgen im Stein, nur magische Zeichen bringen euch rein. Zu schätzen verborgen im tiefen Schein, grabet tief und grabet fein, Reichtümer aus der Tiefe gebracht, grabet tief und gebt gut acht, das ist ein seltsamer Text, handelt es sich um eine Legende? Der Zwerg ist zu betrunken, um eine vernünftige Antwort zu geben. Jawohl, meine Familie hat Funden, sagen immer zwei Schlüssel braucht man, um welche zu bezahlen. War aber nicht zuverlässig, haben sie gesagt. Die Vollpfosten muss ein Berg sein, wenn ich nur... Sein Kopf schlägt plötzlich auf der Tischplatte auf und er schnarcht lautlos. Instant. Ja klar, man kennt das. Ihr versucht ihn zu wecken, aber er ist zu tief im Suff und Schlaf versunken. Ja, das könnte es wert sein, ihm nachzugeben. Ja, da ist tatsächlich auch mal so ein Kumpel, der... wenn er was getrunken hat, der konnte sich auch in der Disco hinstellen und im Stehen schlafen wie ein Pferd. Ist unglaublich. Aber wahr, ja. Es könnte es wert sein, ihm nachzugehen. Ja, zwischen den Bergen, grab tief und, ne? Selbst Situation jetzt hier, ne? Riesige Armee hier, die wird sich wahrscheinlich nicht bewegen. Wir warten einfach hier mal ab. So. Ja, du kannst ja hier, ne, zurück zur Base, so nach dem Motto. Eigentlich. So, und das hier meinte ich, ne, magisches Wasser ist nur erntebar. Und hier haben wir Fischreuse. Und das Wichtigste ist, dass wir hier die, ne, den Ruf haben. Gut, das Gold ist natürlich auch nicht schlecht. Ja. Und dann können wir hier irgendwie voran. Dann können wir vielleicht mal eine Quest hier machen. So. Ist das hier... Das ist ein Alpha-Knoten und der sitzt da drauf. Ja, ich kann da leider nicht wirklich rein, ne? Nicht so richtig. Da ist auch noch mehr. Da wäre was noch für uns. Und da ist der Hilferuf eines Bruders. Ja, lauf mal darüber. Ja, überall mit seinen Luftgeschichten hier. Ja, du gehst, wie gesagt, darüber. Ernsthaft, wir haben gerade einen Stein erforscht aus Versehen. Na gut. Das war ja jetzt schon eigentlich die Runde, ne? Es wird halt, dieser Kombo aus diesen zwei Typen nebeneinander ist halt echt scheiße. Aber gut, wir versuchen es mal, ne? So, heldenhafter Sieg. Sieg ohne Verluste. Seelengewinnungschance. Ja, mach mal automatisch. Nö. Keine Verluste, bro. Asche, verdorbener Rubin, reine erzürnte Seele, niedere Windeseele. So, jetzt müssen wir natürlich wieder hier mindestens mal heilen. So. Weil wie gesagt, ich denke, dass der uns jetzt auch angreifen wird. Kann ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall ein dicker Knoten hier. Das andere Zeug, ich meine das Schlachtfeld, das hier können wir auch noch, das war glaube ich auch noch irgendwas. Wir haben einfach alles hier in der Ecke mal erkunden. Irgendwas ist gerade irgendwo passiert. So, ne, Meisterschaft und so. Sind wir auf einem großartigen Weg. Richtung 50. Jetzt aber keine weitere Truppe, ne. Ja, Zwergische Kaserne, eine Runde fertig, dann sollte unsere finanzielle Lage sich auch erheblich verbessern.
Wir holen uns mal diese Mine hier, schätze ich. Ja, wir können ja unseren Turm hier. Ich auch mal wieder verlegen. Zurück vom Abgrund. Ja, das eigentlich sollten wir darüber. Ja, wir werden dem definitiv nachgehen, gleich. So, hier hat sich wieder nichts gerührt. Die stehen alle noch genauso da wie vorher auch. Da sind noch mehr von denen. Ja, das ist auch automatisch zu erledigen. Gut. Level up sogar. Schamane. Rudeltaktik. Für jeden paar Minuten mit Rudeltaktik in ihrem Trupp. Ja, ich meine, ja, ja. Man kann es ja mal mitnehmen. Ja, auf mehreren dann vorzugsweise. Jetzt gehen wir mal wieder darüber. Zwei abbaubare Orte. Wir haben hier aber keine Abbauleute. Hier haben wir auch keinen mehr. Du bist der hier. Hatten wir hier nicht irgendwo noch einen versteckten Abbauer? Ne, der ist gestorben. Ich erinnere mich hier hinten. Ja, bisschen blöd. Ja, heil, beziehungsweise, ja, heilt euch mal da kurz. Ja, wir machen schnell das hier weg. Erstellungsdauer minus 2. Aktionseffekte. Und die zwergische Kaserne. Machen wir das und das und dann gehen wir nach Osten. Irgendwelche magischen Bären. Ja, die haben absolut keine Chance gegen uns. Jo. Ganze Menge nettes Zeug. Und Bergkupfer. Ist auch noch. Jetzt liegt hier direkt eine unerforschte Stätte rum. Die können wir uns noch schnell holen. Ja, da Bären. Ach, guck mal hier. Die Zwergenreiter. Die können wir uns jetzt theoretisch auch holen. Das sind wir Level 6 bei euch. Och, mehr Gold pro Tag. Schaut, schaden wir eigentlich auch gut, aber wir brauchen das Gold auch, ne? Wir sind so abhängig von Einheiten. Wenn manche dieser Einheiten sterben, sind wir echt am Arsch. Ja, dich können wir hier oben. Warte mal, du kannst aber hier hochgehen tatsächlich. Weil wir da oben ja mehrere Sachen jetzt freigeschaufelt haben. Und dieses Ding, das kann man dann hier oder so hinmachen, ne, mit massiver Forschung und so. Ah ja, das ist der Ort, den wir nicht angegriffen haben, weil da diese ganzen Phantomkrieger waren. So, ganz kurzer Blick nach Windholme. Könnte man sich wieder Pyromanten holen. Fokus und Weißassistenz. Schwerer Schild. Schild tragend. Kräutersammler. Okay. Gesagt würde Bergziege, Bergführer. Das könnten wir uns einfach mal ausbeuten. Stärken sind nicht kumulativ. Eigentlich bräuchten wir die beide. Eigentlich bräuchten wir die beide. Zeit, ein paar Sachen zu verkaufen. Ah, die Frage ist nur welche. Wir könnten auch transmutieren, wobei wir so viel Mana ja nicht bekommen. Wie ist damit? Auf diese Rationen. Ja. Das Weizen. Die Bomben. Ist halt nichts wirklich was wert hier. Lebendiger Schädel. Ja, aber doch, hier kommt nur Bergkupfer. Da brauchen wir jetzt keine 100.000 Stück mehr von. So, Rest vielleicht transmutieren. Wäre eine Idee. Ich müsste es natürlich nur finden, ne? Irgendwo. Irgendwo ist es. Ja. Mana zu Gold. Ja, aber ist es wirklich notwendig? Ja. So ein bisschen, ja. Einmal will ich mich noch heilen können. Ansonsten schläfst du hier weiter. Ach, du bist natürlich auch ein Zwergenarbeiter, ne? Ja. Kannst du eigentlich auch helfen bei diesen ganzen Geschichten hier? Hier wurden wir nicht angegriffen, das ist schon mal ganz gut. Wir sind geheilt. Das heißt, wir versuchen jetzt mal hier unser Glück. Tatsächlich auch ohne Probleme. Ja,
Fell überdest und Asche. Gut. Rüstung der Wächter. Plus 3 Rüstung. Ist das eine Sache, die du... Könntest du tatsächlich... Was gibt dir dein Ding? Schnelle Reflexe, Verminderung von Schaden durch Geschossangriffe. Plus 3 Rüstung. Ich weiß es nicht. Unser Skeletor hier ist irgendwie... Wir haben eine haben wir noch. Okay, das heißt, wir müssen die eigentlich gar nicht kaufen. Wir höchstens mal diese Ernterglyphe hier. So. Dann nimm du die mal hier. Genau, dann gehst du darüber. Und du machst hier den Einkäufer. Meanwhile, wir könnten natürlich auch im Turm selbst... Oh, warte mal, das können wir auch noch gucken. Was gibt es denn hier bei den zwergischen Geschichte für Verbesserungen? Zwergisches Idol, Zwerge erhalten, starker Geist und Zwergen. Rassismus, das steht da wirklich. Das kann ich nämlich verlesen. Schaden gegen Einheiten ohne Zwerg. Okay. Ja, ich schätze, wieso nicht? Erfahrung, dauert die Tür im Turm, Kupferglyphe pro Woche. Das bringt von zwergische Arbeiter. 20er Zauberschmied. Und Brauereien, hält 2 Getränke pro Woche. Das Windsverlust aus allen Quellen und Hochofen, haltet 1 Hitzestein pro Woche. Das ist diese, das hier, ne? Ja. Was bringt von Pyromanten wird ermöglicht. Das wäre natürlich nicht schlecht und alle... Einheiten sind dann immun gegen Brand. Die Frage ist nur, wie zur Hölle kriegen wir diese Menge an Punkten denn hier? Bräuchten sowas hier, was auch Arkan gibt? Wenn du gibst flüsternder Edelstein hier. Das brauchen wir. Elementar ist nicht so im Angebot hier, ne? Nicht wirklich. Ja, da ist dann immer wieder Leben dabei, was wir nicht brauchen. Keine Chance, ne? Huh? Ja. Sachen sind nicht gut genug dafür. Aber gut zu wissen, also wir können 3 Sachen hier reinbauen. Das heißt, ich könnte heute schon irgendwas hiervon machen. Ich meine... Gedanke, das ist nicht auch nicht schlecht, ne? Erdformer können wir dadurch machen. Das kriegen wir, glaube ich, auch hin, oder? Nehmen wir hier den Talisman hin. Dann bräuchte man noch ein bisschen... brauchen Tod. Hier. Wir haben momentan keinen anderen Katalysator als das hier. Sehe ich das richtig? Ich schätze schon. Das haben wir. Also wir haben Blau und Orange. Die Rüstung will ich eigentlich nicht einschmelzen. Wir haben 2 Plätze noch. Himmelseisen. Noch ein Arkan. Hier, Wasser. So, zweites Idol. Craft. So. Truppenquartiere. Die ganz normalen Truppenquartiere sozusagen. Mehrtägige Regeneration, großzügige Mahlzeiten, mir Windskraft für alle. Verzauberung Scharfschützen zu euren Magiat, wenn man zu in der Schlacht auf Feinde schießt. Sich weiter des Turms um 3 Punkte auf N. Das ist nicht auch echt cool. Ausbildungsslots. Also das hier. Hier kann man halt nur eine Sache bauen. Kurz noch Blick ins Zwergengewölbe nochmal. So ist jetzt ein bisschen. Alle Arten gierig. Nach jeder Schlacht. Ja. Ich meine, so ein Goldrausch hier, das wäre schon nice, aber das ist, glaube ich, wieder jenseits unserer Fähigkeiten hier. Würde ich behaupten. Selbst mit hier massiver Katalyse und so.
leider bei Weitem nicht drauf. Ja, wobei, wir brauchen drei Elementar mehr. Zwei davon mehr. Okay. Ja, nicht so einfach alles, ne? Ich schätze, wir machen dann weiter. Wir müssen das halt aus... Irgendwas hier muss man mal ausbauen. Das führt echt keinen Weg dran vorbei. Das hier ist eigentlich relativ easy, oder? Das ist eine Runenrüstung. Kriegen wir das denn wenigstens hin? Haben wir genug von dem äußerst simplen Zeug elementar? Eigentlich ehrlich gesagt nicht, ne? Wir müssten halt das, diese ganzen Seelen hier nehmen. Du hast nochmal zwei. Das reicht einfach nicht, ne? Vielleicht irgendwas, was drei hat. Ja, okay. Ja, ich weiß nicht, das ist immer so ein bisschen schwierig hier, diese Sachen. Und dann nicht irgendwie... Verdammt, wir brauchen echt eine Sache, die drei hat. Dann wären wir safe hier. Scheiße. Das wäre halt gut, Rüstungen für alle. Also hast du so einen bequemen Stuhl? weil wir würden hier eh nur das und das nehmen, wenn. Einfach drei Forschung pro Tag ist sicher nicht schlecht. Komm, das können wir mal schnell bauen. Aus äußerst primitiven Billigzutaten. Wir haben gar nicht so viele davon. So. Bauen bequemen Stuhl. Du, war das wirklich auf Befehle? Naja, nicht so wirklich, komm. Lauf, Junge, lauf. Hier ist noch so viel Zeug zum Ernten. Lass mich nicht lügen, ne? Wir können ja... Also die zwei können wir jetzt durch das Werkzeug machen, so ein Maulwurfreiter oder sowas. Wäre natürlich mal nicht schlecht. Bilde mal einen aus. So. Und mit dir gehen wir erstmal hier weiter. So, die nächste Truppe hier, die nichts kann, hoffentlich. Ja, du gehst da weiter rüber. Ich hab mir so viel Zeug auf dem Weg. Einfach extrem viel zu tun. Kann man nicht anders sagen. Der kommt auch tatsächlich auf uns zu. Interessant. Ja. Alle überleben. Boom. Level-Ups für drei Leute. Für vier Leute. Bestände Seite. Und ja, irgendwelchen Leuten gefällt das immer noch, was wir hier machen. Jeder diese, den wir töten. Das ist ein guter diese. Weil er tot ist. Wenn ihr versteht, Elementarschaden plus 1, mehr Fokus. Mehr Fokus. Dann hier. Mehr Geschossschaden. Ja. Die Erdformer. Goldaffinität natürlich. Und ihr. Mehr Rüstung. So, jetzt das hier noch holen. Seelenzerschlagendes Langschwert. Verleiht Seelenfänger. Dafür können Seele gefangen zufügen. Resistenz tot. Seelengewinnungschance. Ich meine, sicher ist das eine coole Sache, ne? Weil die Seelen, die sind ja schon nicht schlecht, aber. Ist jetzt schwierig auszurüsten für unsere Leute hier. Vor allem für die Magier. Offensichtlich. So, das Idol ist fertig. Heißt, dass wir doch jetzt auch, genau, Erdformer machen können. Ist das nicht großartig? Zumindest haben wir etwas Fortschritt hier gehabt. Genau, du gehst weiter hier hoch. Du musst diese ganzen Sachen da oben abbauen. Warte mal. Ich dachte, wir hätten das nicht geklärt. Habe ich das etwa falsch in Erinnerung? Könnte das sein? Warte hier. Kannst du mich daran erinnern, dass hier noch Sachen rumstehen? Ja. Und hier natürlich so ein bisschen Gold. So, dann helfen wir kurz dem Bruder da und dann gehen wir nach rechts und machen mal die Hauptquest. Du hier. Wie gesagt, du bist der Windholme-Einkäufer. Bleib hier. So, und endlich mehr Allfeuer. Hä? Hab ich dir nicht gesagt? Hab ich hier mehrere Goblins rumstehen? Jetzt wollen die uns auch noch töten hier. Töte sie! Oh, wow. Wirklich? Wirklich, ja.
Naja gut, dann haben wir zumindest eine richtige Schlacht geschlagen. Ja, wahrscheinlich berechnet sich das hier jetzt so, dass sie quasi den Schaman einmal wegschießen. So, wenn uns die geschickt anstellen, schießen wir die aber weg, bevor... Okay. Ich glaube, wir das so verschenken wollen, den Schuss hier. Na komm, tu es. Nachladen erforderlich. Ich kann da vorne einen Kampfschrei raushauen. Hä? Sind das alles nur so halb hier? Der Schütze oder derjenige, der den einen Schuss halt abbekommt, der kriegt halt so ein bisschen Probleme. Verteilen wir uns ein wenig. Ja, da er ja derjenige ist, den sie wahrscheinlich umbringen wollen, lassen wir ihn einfach hinten stehen. Gefährlichen. Okay, perfekt. Ja, sie haben unsere Heldin hier angeschossen, okay. Schieß mal darüber, elementar. Ah, nee, sogar weiß nur. So, einmal bitte nachladen. Darin. Und machst den guten Schlag hier. Ihr holt euch die da von der Flanke. Gut. Ihr holt euch die hier. Und dann bleiben nur noch diese Arbeiter hier hinten übrig. Alles klar, alles erschüttert. Sie fliehen auf die Berge. Die echte Zwerge. Gehen Sie uns noch einen von hinten, ja? Töte sie. Klick. Ihr habt richtig. Und keine Toten auf unserer Seite. Genau so muss das sein. Okay, wieder die gute Forschung. Damit sind wir auch fertig mit dem Erforschen. Level-Ups haben wir auch zwei Stück. Glaube ich, dass wir zwei Goblins mit uns umziehen, ja? Ach ja, richtig. Sie hat ja auch, ne? Ja, nimm mal lieber den Seelenfänger, oder? Da kannst du mal Seelen noch fangen, die ganze Zeit nebenher. Mehr Rüstung, mehr Willenskraft. Immer maximalen Schaden. Das ist gut, oder? Bei ihr. Ja. Würde ich mal behaupten. Giftige Berührung. Zumindest zog sie einheitliche Schaden nur von des maximalen Lebens. Heilen ist weniger effektiv. Okay. Der Blendpulver. Weniger Schaden. Nimm mal das Blendpulver hier. Ja, dann, ja, der Witz ist ja ganz... Komm, wir tun uns mal eine Runde aus und dann machen wir hier einfach weiter, weil sonst kriegen wir die hier nie weg. Warum ist hier ja auch so ein Alpha-Knoten? Der hat den aber offensichtlich schon besetzt hier. Das ist ja auch ein sehr guter Platz für einen... für eine Loge, wenn uns nur dieser eine Typ nicht abhanden gekommen wäre, der gestorben ist. Naja, egal, machen wir nächstes Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht es gut, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Torben.